Hi, ich bin's wieder, Knabbi, euer Osterhase. Knabber, 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 knick, knack. Ja, das Stück Möhre war wieder ganz besonders lecker. Ja, sag mal, habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Ostereier immer so schön bunt sind? Ja, weil sie von vielen Millionen kleinen Osterhasenpfötchen angemalt werden mit dem Pinsel und Farbe. Ja, manche von den Eiern werden aber auch in einer Osterhaseneierfärberei gefärbt. Und so heißt auch das Lied, die Osterhaseneierfärberei. Musik und Text von Marlene Bucher. Und schon geht's los. Tief im Wald unter einem Baum, da ist ein Haus versteckt. Man sieht es kaum. Es sieht fast aus wie ein Osterei. Ja, das ist die Osterhaseneierfärberei. Es sieht fast aus wie ein Osterei. Ja, das ist die Osterhaseneierfärberei. Die Osterhasenfrau macht das Feuer an, damit sie alle Ostereier kochen kann. Doch dann noch einmal gibt es ein Riesengeschrei in der schönen Osterhaseneierfärberei. Doch dann noch einmal gibt es ein Riesengeschrei in der schönen Osterhaseneierfärberei. Die Osterhasenkinder streiten sich herum. Dem Osterhasenvater wird das bald zu dumm. Hier sind Pinsel, hier ist Farbe und nun geht's dabei an die schöne Osterhaseneierfärberei. Hier sind Pinsel, hier ist Farbe und nun geht's dabei an die schöne Osterhaseneierfärberei. Die Osterhasenkinder malen jetzt geschwind, bis alle Osterhaseneier fertig sind. Alle Menschenkinder kriegen dann ein Osterei aus der schönen Osterhaseneierfärberei. Alle Menschenkinder kriegen dann ein Osterei aus der schönen Osterhaseneierfärberei. La 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 la. Unter einem Baum, da ist ein Haus versteckt, man sieht es kaum. Es sieht fast aus wie ein Osterei, ist die Osterhaseneierfärberei. Es sieht fast aus wie ein Osterei, das ist die Osterhaseneierfärberei.